Meine Damen und Herren, Weltsensation. Was Sie hier sehen, ist ein Grazer Pinguin auf dem unfassbar schönen Körper von Sven Kukes. Sven, was tust du in diesem provinziellen gebirgigen Gegend? Du gehörst doch nach Berlin und gibst dort Rave-Partys mit 200 Leuten und so. Nein, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Graz und bin gern wieder hergekommen. Es ist ein super Event hier, super organisiert, läuft absolut cool. Und ich habe heute einen Workshop gegeben, 3 Stunden über Texttools, alles was im Terminal rennt. Wie bringt man das zusammen? Warum ist das alles Text? Was sind die Vorteile von Text? Was kann man damit machen? Wie viele Leute hast du gehabt, das Publikum? Wir haben 16 gab's. 16 Leute, ja? Mhm. Und sind alle bis zum Schluss geblieben? Ja, denke doch, ja, sind alle geblieben, aber ich hätte auch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Wir sind gerade so richtig warm geworden. Also ich denke mal, hätte ich nicht 3 Stunden gehabt, sondern 4, 4,5, ja, dann wäre ich sehr viel besser hingekommen. Es gibt immer so ein bisschen Anfangs-Dings, wie ist der Stand von den Leuten, was haben die Leute schon gesehen, einfach mal durchchecken. War ein bisschen lang, aber ich tue auf der Webseite, die ich hier zur Verfügung stelle, das alles nur zusammenschreiben. Ich hoffe, die Leute melden sich per E-Mail noch einmal. Sagst du uns die URL von dieser Webseite? Ja, das ist www.guckes.net, guckes.net, /graz/workshop.txt. Okay, ja. Sven, du bist nicht nur eine faszinierende Persönlichkeit und du hast auch circa jede Linux-Veranstaltung der letzten 3 Jahre wahrscheinlich persönlich besucht. Man könnte umgekehrt sagen, wenn du nicht dort bist, ist es wahrscheinlich keine Linux-Veranstaltung. Kannst du etwas sagen zum Unterschied zum Beispiel Graz, Wien, Chemnitz, Berlin? Was sind sozusagen deine Highlights, wenn jetzt jemand sehr neu in der Szene ist oder beschließt, er möchte auf irgendeine Linux-Veranstaltung fahren? Was würdest du ihm ans Herz legen und warum? Also was sind so die Eigenheiten, die du jetzt rausgekriegt hast von den unterschiedlichen Standorten? Gut, also ich war nicht bei jeder dabei. Ich habe schon ein paar gesehen. Es fehlen mir da allerdings auch ein paar. Ich hatte meinen Vortrag darüber gehalten, was die Unterschiede sind. So. Wird ein bisschen viel, aber auf alle Fälle, also ich war hier in Wien, in Eisenstadt, in Graz. Du bist jetzt hier in Graz. Jetzt sind wir in Linz. Graz, genau. Jetzt sind wir in Graz, ja. Graz ist super organisiert, läuft wirklich prima. Immer ja, am Samstag hier in der FH, alles unter einem Dach. 3 Tracks, Vorträge, ein paar Workshops, also manchmal sind auch mehrere dabei. Zertifizierung LPI und BSD mittlerweile auch. LPI auch für den Dreier, für den neuen Zyklus. Und eine Key-Signing-Party und ein Social-Event am Ende und ein geheimer Brunch morgen am Sonntag. Aha. Und was ist geheim? Naja, wenn man herkommt, dann langt man schon. Also du kannst Graz empfehlen sozusagen. Definitiv empfehlen, ja. Ja. Eisenstadt ja, ist kleiner, es ja, hat nur einen Track, aber ich finde, es hat auch was Gemütliches, weil man kann eigentlich gar nichts verpassen. Hier muss man sich natürlich dann entscheiden, ja, noch schlimmer ja, bei Veranstaltungen, die noch mehr bieten, ja, aber hier sind es 3, in Eisenstadt eine und dort kann man nichts verpassen. Versteh. Dort sind es 2 Tage, dazwischen gibt es ja, eine nette Jause, einen Mittag und ein Social Event am Abend, den ich sehr empfehlen kann. Läuft auch sehr gemütlich und gut ab. Sind natürlich nicht so viele Leute. Wir sehen hier, es entsteht gut, gerade linuxtourismus.com. Ja, ja, genau, im Prinzip. Ja. Wien hat natürlich die längste Veranstaltung, waren mal 4 Tage, jetzt sind es glaube ich noch 3. Ja. Ist gleich demnächst jetzt, 6. Mai glaube ich. Hat den Standort allerdings gewechselt, war vorher im Museumsquartier, ja, das alte Rathaus bei Wirtschaftsding, dann letztes Jahr im Rathaus und war ja glaube ich auch im alten Rathaus. Ja. Ne? Genau. Und ja, wie es dort wird, ich weiß man noch nicht. Ich gehe davon aus, etwa so viele Leute wie hier, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also es gibt auch so 400-500 Leute auf die Tage verteilt. Programm habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, ja, gibt es glaube ich noch gar nicht. Kannst du was über Deutschland sagen? Also Deutschland. Hier die, was, ja, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt in Österreich wohnt, sich leisten kann, auch durchaus einmal nach Deutschland zu fahren? Also was würdest du jemandem ans Herz legen? Das nächste Jahr am Ende ist der Kongress, der Chaos Communication Kongress in Berlin. 4 Tage. Das ist immer um Jahreswechsel, ne? Ja, also am 27. bis 30. Dezember. Mhm. Aber ich behaupte, es ist ein Eintag-Event. Man kommt gar nicht zum Schlafen zwischendurch. Ja. Ja? Also vorher ausschlafen, lieber Weihnachten verstreichen lassen. Family is overrated. Aber die meisten Leute sagen entweder Family oder Kongress. Und es gibt auch einige, die Family mitnehmen. Ja. Fische Family. Ja. Hacker nach Hause. Definitiv sehr viel, über 100 Vorträge. Der ja, Hammer. Ja, einige Workshops drumherum, Partys. Und natürlich Berlin sehen. Der Mega-Event schlechthin. Jetzt auf 2.500 Leute. Dauerhaft. Also
verteilt, wie jetzt irgendwie 1000 pro Tag, aber sie rechnen so auf 4 Tage dann eben 4200 Leute, haben sie gesagt. Mhm. Und sie schauen sich gerade an, ob die Ort wechseln, um noch mehr Leute unterbringen zu können. Also definitiv, das ist der Berlin internationale Chaos Computer Kongress, würdest du empfehlen? Genau. Und sonst dann Linux-Veranstaltungen? Ja, definitiv in Chemnitz, immer Chemnitz. Anfang, Ende Februar, Anfang März. Ja. Ich würde mal sagen, der beste organisierte Event, sorry Graz, ja, also hier ist gut, aber Chemnitz die haben schon so viel Zeit gemacht, ja. Also auch unter einem Dach an der Uni, sehr viele Leute im Hintergrund aus der TU Chemnitz, zwei Tage, glaube 80, 90 Vorträge, ein Dutzend Workshops, Kinderbetreuung, Bücherstand, Essen, Unterkunft in der Turnhalle, alles im Dings und wir aus Berlin fahren mit dem Linux-Bus dorthin, immer so 40, 50 Leute, sodass wir uns nur reinsetzen, werden dort vorne rausgekippt. Es kostet aber einen Tritt, zwei Tage zu 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Wenn man das nicht ausgeben will, dann hat man es verpasst. Was sagst du zu Berlin im Sommer? Berlin im Sommer, linuxtag.org, ist aber nicht ein Tag, sind auch wieder 4 Tage, 9. bis 12. Juni. Groß, an der Messe Berlin gelegen, im Westen am Funkturm. Ist ja schon ein bisschen gewandert, war früher Kaiserslautern, dann Stuttgart, dann Karlsruhe, Wiesbaden und schließlich jetzt die letzten Jahre in Berlin. Groß angelegter Event. Zusammen auch mit Business-Teil ist der eine große Teil, Community, aber auch recht groß. Es gibt noch eine kleine Mini-Debian-Konferenz nebenbei, die jetzt stattfinden wird und vorbereitet wird. Der Sommer-Event. Der Sommer-Event. Ja, kommt nach Berlin. Okay, danke, Sven. Sehr gut.